Wir hatten das letzte Mal schon die Under Armour, sind wir leider nicht mehr dazu gekommen. Wenn es in Ordnung ist, würde ich die als nächstes machen. Und soll die diesmal mit dabei haben, weil die hat nämlich ein ganz spannendes Chartbild, wie man hier sieht. In den vergangenen Monaten, letztes Jahr wirklich nicht so gut gelaufen, mehrere Abwärtsgaps gerissen. Jetzt gibt es aber hier im Frühjahr eine Stabilisierungsphase und eine potenzielle Doppelbodenformation im Bereich 18,40, 18,50 Dollar. Wurde die Aktie hier mehrfach gekauft, konnte dann auch diese Doppelbodenformation nach oben auflösen und hat den kurzfristigen Aufwärtstrend hier ausgebildet. Jetzt muss man sagen, ja, aber ein prozyklisches Kaufsignal aus charttechnischer Sicht wäre ein Anstieg über diesen Horizontalwiderstand hier im Bereich 22,50. Dann würde im Prinzip weiteres Aufwärtspotenzial Richtung 25, 26 US-Dollar generiert. Sollte sie jetzt hier unter diesem kurzfristigen Aufwärtstrend wieder abrutschen, müsste man sich tatsächlich nochmal mit der 18,50er Marke beschäftigen. Bis dahin bin ich aber guter Dinge, dass der Ausbruch gen Norden hier vollzogen werden kann. Wie gesagt, Erholungspotenzial ist da. Die Aktie wurde ordentlich verprügelt im vergangenen Jahr und hat dementsprechend hier auch aus technischer Sicht erstmal eigentlich ganz gute Chancen in den Sommermonaten jetzt hier auf der Oberseite. Andreas, spannende Fundamentalfakten zu Under Armour. Steph Curry hat ja mit seinen Golden State Warriors die NBA gewonnen jetzt im Juni. Hat auch kurzfristig für einen kleinen Schub damals gesorgt hier. Der steht ja auch bei Under Armour unter Vertrag, der Basketballstar von den Golden State Warriors. Ja, ja. So ist es, ganz genau. Genau. Ist eine ganz spannende Story, weil der CEO von Under Armour sich nach Amtseintritt von Donald Trump doch eher positiv geäußert hat und seine Marketing-Ikone, Stephen Curry, der Basketballspieler, sich damit nicht ganz so identifizieren konnte. Da hatte man schon Angst, dass der Gute abspringt und das signalisiert so ein ganz klein bisschen, was den Markt hier antreibt. Marketing und am Ende des Tages nochmals Marketing. Under Armour versucht so ein bisschen das mit ihm zu machen, was Nike mit Michael Air Jordan, wir kennen die Air Max Schuhe von Nike, in der Vergangenheit versucht hat. Und das ist einfach ein ganz essentieller Teil. Ich persönlich jedoch glaube Under Armour, und das muss ich ganz klar sagen, Under Armour ist eine deutlich spekulativere Investition, als es Adidas und Nike sind. Das sehen wir schon am Chart und an den großen Gaps, die hier aufgerissen wurden. Ist einfach in einem momentanen Transformationsprozess. Und ich finde, dieses Marketing, was Under Armour betreibt, ist in dieser Form gar nicht so notwendig. Denn wenn ich mir gerade Adidas angucke, lebt Adidas im Moment unglaublich stark von ihrem Fashion-Teil. Nehmen wir mal einen Sportartikelhersteller und unterteilen ihn in den Bereich Fashion und in den Bereich Sportartikel. Also die Artikel, die sie anziehen, wenn sie zum Laufen gehen oder wenn sie sich eine Sporthose anziehen oder wenn sie schwimmen gehen. Das sind für mich die Sportartikel. Und dann haben wir den Bereich Fashion. Und ich persönlich, auch ich habe Schuhe, die ich im Alltag anziehe, mit den drei Streifen drauf, gar keine Frage. Aber das Problem ist, das Ganze im Bereich Fashion unterliegt gewissen Zyklen. Und wenn man einen von diesen Zyklen mal nicht ganz so stark erwischt, dann kann es vielleicht mal etwas enger werden. Und diesen Zyklus, den hat Under Armour gar nicht so stark drin, denn das, was sie eigentlich herstellen, sind wirklich Sportklamotten. Under Armour kommt ja aus den USA, ist dort einer der größten Ausrüster im Football. Geschäft mit diesen Unterhemden, mit diesen Pressions-Shirts, die man da tragen kann und auch im Militär haben sie ein bisschen was gemacht, dafür unglaublich viel Kritik einstecken müssen, aber das sind eben alles sehr, sehr viel Nutzgegenstände und aktuell ist die Aktie in einem Transformationsprozess. Was will ich damit sagen? Wie so oft am Kapitalmarkt, und Sie hören vielleicht schon ein bisschen die Zynik daraus, haben die Analysten auch hier mal wieder prophezeit, dass die Bäume bis in den Himmel wachsen. Wenn wir jedoch nicht erst ein oder zwei Tage dabei sind, sondern vielleicht schon drei oder vier, dann wissen wir auch, in diesem Fall ist das nicht geschehen und auch hier sind die Bäume nicht bis in den Himmel gewachsen. Das Unternehmen wächst weiterhin ordentlich, gar keine Frage. Wächst sogar zwei bis dreimal so schnell wie zum Beispiel Adidas. Aber das Ganze ist nicht mehr das, was die Analysten und damit dann auch eben die Anleger erwartet haben. Und ich kenne leider zu viele Aktienfondsmanager, die sich von Analysten beschwatzen lassen und sagen, ey, die wachsen doch gar nicht so schnell, wie wir gedacht haben, schmeiß die mal lieber aus dem Portfolio raus. Und dann fliegen eben ein paar Millionen über den Tisch und so eine Aktie wird derart verprügelt. Hier ist natürlich einiges zusammengekommen. Es gab diese Marketing-Schwierigkeiten, es gab eben die nicht erfolgten Leistungen, also die Guidance, die man nicht erreicht hat und die Erwartungen der Analysten. Aber jetzt mittlerweile ist auch das Bewertungsniveau so, dass ich sagen würde, für einen kurzfristigen spekulativen Ritt
bei diesen offenen Gaps alle mal gut, so wie Henry es gerade beschrieben hat. Und das ist eben Under Armour, der spekulativste von den drei Kandidaten, wenn es um Sportartikelhersteller geht. Ja, da mische ich gerne auch noch mit, und da gibt es überhaupt nichts zu widersprechen, ganz im Gegenteil, höchstens noch was zu ergänzen. Einfach mal, Sie haben ja diese drei Spieler, Nike, Adidas und Under Armour, und das sind die drei wesentlichen Sportausrüsterbereich. Und nur mal um die Größenverhältnisse darzustellen, Nike ist mit Abstand der Größte, das sind immer circa Zahlen, nur damit wir es hier nicht zu sehr im Detail uns verlieren, mit 36 Milliarden Dollar Umsatz. Dann kommt Adidas schon deutlich drunter mit 21 Milliarden und Under Armour gerade mal mit etwa 5 Milliarden Umsatz. Also das ist schon eine Welt zu den anderen beiden. Und vor allem, wenn es dann um die Profitabilität geht. Under Armour versucht momentan mit aller Macht in diese Phalanx von Adidas und Nike einzubrechen und gibt dafür richtig Gas. Was heißt das? Ich habe riesen Vertriebskosten. Ich muss richtig Geld in die Hand nehmen für Werbung und diese Themen. Das heißt, die Vertriebskosten von Under Armour liegen bei 81% des Umsatzes. Bei Nike diesbezüglich liegt das bei 69%. Die können sich also entspannter geben. Adidas ebenfalls sehr hoch mit 82%. Die wollen richtig, geben auch Gas. Die wollen Nike Marktanteile abnehmen. Das heißt, sowohl Under Armour als auch Adidas geben momentan sehr, sehr viel Geld für Werbung aus, für Markteintritte, um irgendwie an diesen Unternehmen Nike heranzukommen. Nike kann das noch ganz entspannt sehen. Die Nettomargen, das hängt natürlich dann auch mit diesen Ausgaben zusammen. Die Nettomargen liegen bei Under Armour bei 4%, bei Adidas bei 5% und Nike hat eine Profitabilität von 12% auf der Nettomarge. Also das sind ja schon Welten, die dazwischen liegen. Entsprechend zeigt sich dann auch bei dem Geld, was wirklich hinten übrig bleibt, beim freien Cashflow, auf den wir immer so sehr achten, der ist bei Under Armour seit Jahren und auch für die Zukunft erwartet negativ. Das heißt, da bleibt hinten raus nichts mehr übrig. Die verpulvern das Geld. Während Adidas eine Netto, einen freien Cashflow von 3% etwa des Umsatzes erwirtschaftet und Nike 10%. Also hier Nike ist ja mit absoluter Konsequenz der Marktführer und auch von den Zahlen der starke Platzhirsch. Das wird sich so schnell vermutlich auch nicht ändern. Under Armour kann sein, dass sie sich hier zu Tode investieren, dass sie irgendwann wieder in den Bach runtergehen, wenn sie sich nicht mehr so viel Werbung leisten können, und sie haben dann eben doch nicht diese Marktdurchdringung, die sind jetzt mal hip, aber erinnern sich mal an Themen beispielsweise wie Ed Hardy. Wissen Sie noch, wie er mit Ed Hardy T-Shirt rumgelaufen ist und jetzt kennt es keiner mehr und es ist peinlich, sowas anzuhaben. Under Armour kann sowas durchaus auch passieren, wobei die natürlich mehr auf Funktion als nur auf Mode sind, also das darf man nicht ganz vergleichen. Aber klar, warum reden wir dann überhaupt über Under Armour, wenn die anderen doch besser sind? Ganz einfach, weil es hier um kurzfristige Bewegung geht und jemand, der so verprügelt ist, weil keiner mehr was drauf gibt, da gibt es dann eben auch mal schnell was zu verdienen. Aber ich denke, auch da ist es interessant, einfach mal zu sehen, was heißt denn das in den Zahlenwerken? Warum sind die denn so deutlich hinter den Konkurrenten, was den Chart angeht? Das hat immer auch seinen Grund.